So, willkommen zu einem weiteren Stream. Stream. Wir spielen jetzt nicht ranked, weil ich mich noch erst dran gewöhnen muss zu streamen. Gleichzeitig konzentrieren, reden und ranked gewinnen. Nein, nicht unbedingt. So. Um wieder reinzukommen in die ganze Geschichte, mache ich erstmal Übungskampf. Ne, mache ich nicht. Ich mache eine Solo-Arena. Ne, mache ich auch nicht. Ich mache einen Versus-Kampf, aber den mache ich auf unendlich. Sprich random. Prill, der Unberührbare. Das finde ich halt bei The Elder Scrolls Legend extrem geil, dass du gewisse Titel gewinnen kannst und diese Titel kannst du dir dann verleiben. Zum Beispiel der Trotzige. Das war, wo ich mit einem Leben noch gewonnen habe. Dann habe ich den Titel der Trotzige bekommen. Das ist ja mal so cool. Die ist jetzt noch nicht relevant. Das brauche ich auch noch nicht. Und der ist auch später erst wichtig. Von daher, ich guck mal, ob ich niedrige Kreaturen bekomme. Ich habe ein richtig, richtig geiles Deck gemacht, was ich so finde. Mit dem macht es bisher am meisten Spaß. Yo! Und das hier ist die Schlüsselkarte meines Decks. Je nachdem, jedes Mal, wenn ich jemanden fessle, frisst derjenige 3 Schaden vom Peiniger des Drehs. Also richtig, richtig nice. Ich würde sagen, ich verteile mal Schellen. Da habe ich schon mal auf jeder Seite ein bisschen was. Okay. Was hat denn der jetzt gemacht? Ah, oh, das war clever. Erstmal ins Gesicht. Und dann habe ich die Qual der Wahl. Spiele ich auf der anderen Seite, weil ich muss den jetzt nicht unbedingt beschützen, diesen wilden Arschländer. Der soll ja sterben. Passt auf, Achtung. Zack. Bam. Nochmal 3 Schaden hinterher. Ich habe mit der 1er-Kreatur und der 3er-Kreatur vernichtet. Richtig nice. So, dann mache ich das hier. Jetzt bekomme ich durch den Effekt einen Feuerblitz. Wenn die oberste Karte halt eben so eine blaue Karte ist. Und das ist halt in diesem Moment der Fall. Ich habe mein Deck so ein bisschen konzipiert, dass ich Board Control halte. Und immer mal wieder so ein bisschen Karten ziehe. Auch wenn es nur eine Waffe ist. Oder halt wie in diesem Moment halt dieser Feuerblitz. Seid wachsam. Euer Ende naht. Wow, das ist eine meiner Lieblingskarten. Der, wenn ich ihn beschwöre, verteilt er so 2 Schaden an irgendeine Kreatur nach meiner Wahl. Hm. 2, 2. Ja, das wäre nicht dämlich. Mach das so. Achtung. Zack. Zack.
Bam. Zack. Und bam. Ins Gesicht. Ins Gesicht. So, ich halte auf jeden Fall Board Control. Yay. Jetzt greift er ihn damit an und möchte eine Dreierkreatur vernichten. Was ich vergessen habe zu erwähnen. Ja, es verteilt nicht auf die Kreaturen, sondern allgemein den Gegner. Jetzt hatte ich mal richtig Glück. Komm her, komm her. Sie hat einen Todesröcheln-Effekt, sprich hier in diesem Spiel ist es letzter Atemzug, sprich ziehe eine, ja, eine Waffe mit 3-0. Das Teil habe ich auch. Ich überlege gerade. Ja, das lohnt sich schon. Weg damit. Ihr vergeudet meinen Atem. Zack. Dann. Spiele ich den hier schon mal? Ich bin ein Sklavenmeister. Wir sind nicht für unsere Geduld bekannt. Und auf der anderen Seite noch den hier. Also meine Schlüsselkarte ist bereits auf dem Feld. Und das Ding richtig nutzen kann ich ihn halt jetzt noch nicht, ne? Ich habe noch keine Fesselnkarte, obwohl sehr viele in meinem Deck schlummern. Habe ich noch keine gezogen. Die Karten, auf denen mein Deck basiert, ziehe ich nicht. Das ist halt jetzt extrem scheiße, ne? Das ist extrem scheiße. Sterbt, Fremdling! Werde ich hier sowas tun? Also, dass dieser lächerliche immerforter Vogt dazwischen kommt, ey, scheiße. Ich habe keine Wahl, außer zu beschützen. Und ich muss sogar eine opfern. Das ist extrem traurig. Wenn ich falle, holt mich der Aber ich habe keine Wahl. Er hat jetzt tödlich. Sprich, Gift. Wenn er jetzt meine Kreatur angreift, ist sie tot. Also ist er tot. Das wäre auch so. Jedoch hat er Schutz. Und Schutz ist eine Barriere. Also der erste Schaden. Der erste Schaden. Der erste Schaden verpufft an der blöden Kreatur. Ich finde diesen Schutz mega cool. Also ich spiele selber so gerne Karten, die Schutz haben. Nur basiert dieses Deck halt eben jetzt nicht gerade da drauf. Aber es gibt es bestimmt. Jetzt hat er eine legendäre Karte gespielt. Die macht als erstes 2 Schaden, danach geht sie hoch auf 4 und danach auf 6. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich will nicht der Lee, weil eine Kreatur einfach immer mehr wert ist. Also, das Spiel läuft gerade überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Eigentlich ziemlich blöd. Also, ich ziehe meine Schlüsselkarten nicht und allgemein habe ich das irgendwie ein bisschen doof gelegt. Es geht mir auch viel zu schnell. Normalerweise versuche ich so ein bisschen das Board Control zu halten.
Ihr braucht jetzt einen starken Arm. Und jetzt bin ich stattdessen irgendwie halt im Angriff gelandet. So, da wollte ich eigentlich gar nicht sein. Das Problem ist aber hier, wie ihr gerade seht, der hat halt viel zu viele Karten und ich halt eben nicht. Aber ich habe noch sehr viel Leben und er nicht. Also ich kann ihm auf jeden Fall noch so ein bisschen Bam machen. Das ist jetzt zum Beispiel ziemlich geil, dass er die gespielt hat. Dadurch kann ich mir jetzt erstmal Schaden verpassen. Und ihn dann dementsprechend noch auslöschen. Schau, bam. Zack. Und... Der Wald ist mein Mann. Und zack. Das sind halt solche Kombinationen, die liebe ich. Ihr braucht jetzt einen starken Arm. So steht es geschrieben. Euer Ende naht. So, jetzt macht er hier ein bisschen Sachen. Aber ist ja nicht so, als ob ich nicht mithalten könnte. Und zwar... Und jetzt das hier. Er muss jetzt einfach auf die Kreaturen gehen. Er hat so gar keine Wahl. Für ihn ist es jetzt aber ziemlich leicht. Ich habe es ihm jedenfalls leicht gemacht. Wenn er jetzt mit dem wilden Arschländer den hier angreift, dann frisst auf jeden Fall eine von denen oder so. Schau, und bam. Dann hat er schon mal das Board ziemlich leer gemacht. Ich habe eine Ersatzklinge. Die loszuwerden ist nicht so schwer. Dann habe ich noch einen Wächter. Und ich werde allgemein ziemlich jetzt nachziehen. Okay. So Leute, jetzt muss ich überlegen. Okay. Auf jeden Fall so. Was haben wir denn hier? Das ist mal geil. Könnte ich jetzt ihn spielen? Fesseln? Ja. Ich bin ein Sklavenmeister. Wir sind nicht für unsere Geduld bekannt. Und dann gibt es noch einen Pfeil ins Knie. Und ins Gesicht. Okay. Holen wir mal Licht in die Angelegenheit. Oh, das ist sehr gut für ihn. Jetzt hat er wieder so einen Zauber gezogen, damit kann er... Er wird ihn los? Viel zu einfach. Ah, jetzt weiß ich, was er vorhat. Das sieht jetzt wiederum für mich schlecht aus. Vor allem, weil ich jetzt auch keine... Ach, scheiße, ey. Ich könnte ihm ein bisschen Schaden zufügen, aber jetzt auch nicht viel.
zu mir. Ich bin der Schatten in der Dämmerung. So. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt es ziemlich aufs Glück an. Aber ich hab noch Hoffnung. Mach keinen Ärger, Schurke. Meine Hoffnung schwindet. Ich sagte, kein Ärger. Viel zu einfach. Yep. Ich werde euer Blut vergießen. Ich werde euer Tod sein. So, Leute, ich hab gewonnen. Achtung. Ich mache Sachen. Zack. Bam. Zack. Huhu. Das ist auch schon mal sehr gut. Dann mache ich mal sowas hier. Und ich greife als erstes mit ihm an. Oder mit ihr an. Weil jetzt hätte auch eine Prophezeiung dieser Rune sein können. Damit hätte er noch einen Torn spielen können oder sowas, ne? Und jetzt. Ach ja, ich. Jetzt werdet ihr sterben. Ja. Und bam. Easy play, easy play. Beim Ei. Ein toller Kampf. Beim Ei. Winner, winner, chicken dinner. Nice! Nice! Nice!